Episches Match. Hallo, hier ist Ihr Kommentator SK Hamso. Und wir sehen hier Roy gegen Roy als Ditto. DNA gegen Lilithal. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Ne? Schöne Bäcker von Tai. Tai geht, will hier für die Kombos gehen. Aber trifft nicht so ganz mit seinen Up-Airs. Tai geht rein. Ist ein bisschen besser. Müsste er zwar recovern, aber ist egal. DNA ist auch nicht so oft auf Turnieren oder so. Also meistens, ne? Tai ist halt der bessere Spieler, aber das ist das Interessante, ne? DNA hier mit dem Upset vielleicht, ne? Das wird auf jeden Fall nice. Schöne Forward Air. Tai spielt hier sehr aggressiv, will ihm keinen Raum lassen. Schöne, keine Ahnung, Jab into Back Air. Ich weiß nicht, wie man das nennt, leider. Konter, okay. Tai kontert hier erst ganz confident. Dodgt hier auch manchmal, ne? Auf jeden Fall, er weiß, wahrscheinlich setzt es ihn ein bisschen unter Druck hier, dass Tai natürlich auch, so gesagt, der bessere Spieler auf den Charles. Kann ich mir natürlich vorstellen. Aber muss auch nicht so sein, ne? Auf jeden Fall hier. Tai geht wieder rein. DNA mit der Neutral, schön. Hat jetzt hier ein bisschen den Raum gehabt, aber Tai hat ihn gegrabt und jetzt hat Tai wieder das Advantage. Schöner Grab von DNA. Komm mit der Side B. Schöne Neutral. DNA holt sie gerade super zurück. Schöne High Recovery. Down Smash. Side B. DNA hört nicht auf. Schöne Down Smash, aber Tai ist noch nicht tot. Er braucht den Stock. Schön, der Dodge war, ne? Er hat Angst, dass er gepunished wird. Und da kam die Forward Air. Das erste Game ist dadurch entschieden. So, ich habe gerade gehört, dass er S-Smashes anhatte, obwohl er Tilts machen wollte. DNA, deswegen kam auch so viele S-Smashes, das ergibt natürlich mehr Sinn. Aber ist okay, verändert es. Und jetzt geht's weiter. Die Niederlage nimmt er mit der F-Stick. Mann, die ganzen Tilts. Ihr müsst euch vorstellen, was, wenn er Down-Hit macht. Das Punish-Game wird besser und... Wir werden jetzt sehen, jetzt wird es wahrscheinlich ausgeglichener sein, ne? Auch wenn die F-Smashes manchmal sehr gut waren. So, beide gehen wieder Roy. Es bleibt spannend im Ditto. So. Auf Smashville gehen die beiden. Eine gute Map, würde ich sagen, für Roy. Mit der Side-B und so. Tai geht sofort rein, wird aber jetzt aufgehalten. Doch Tai holt sich einfach noch eine Kombo und floatet weiter. Das ist Tais Stärke, würde ich sagen. Dass er immer mit seinen Kombos gut geht. Er ist halt wie ein Rambock, sagen wir mal. Wie ein Rambock und DNA ist die Tür. Und die will Tai halt einschlagen, ne? So ist halt sein Gameplan, wenn man das so beschreiben würde. Nein? Ja, das ist Wurst, das... Oh, sag's Wurst, der ist ja neu. Ich bin ganz groß.
So. Der Pro-Controller wurde erledigt, ne? Jetzt geht's weiter. Gerade sieht's auch sehr gut aus für beide, ne? DNA ist hier zwar auf Kill-Prozent, aber das könnte sich natürlich auch ändern. DNA jetzt hier mit den Dings. Da kommt die Zeitpiege von Kai. Und das war's. Sorry. Ich musste näher ran wieder. Ich hoffe, man hat sich zu laut ins Studio gehört. Ätzend. Oh. Das Ding ist, die ganzen Kombos, die DNA machen will, nutzt Tai einfach gegen ihn. Weil Tai weiß theoretisch, was er machen kann und DNA glaube ich noch nicht in dem Matchup. Vor allem, gegen wen soll er es gespielt haben? Bin mir nicht sicher. Tai hier mit den Safe-Sachen? Wird gebackfoot. F-Smash. Tai kam aber durch und dann kam der Jab into back air. Kurz gesagt, glaube ich, Share. So weit ich weiß. Ja, weiß ich, mach ich doch. Ich bin hier alleine am Kommentieren. Lassen Sie mich bitte. Und sie geht wieder auf Smashville. Das Ditto geht zu Neige vielleicht. Na, Daniel will hier auf jeden Fall alles geben. Beide wechseln ihre Skins, das werde ich nicht ändern können, aber das ist ja egal, ne? Es kommt hier auf den Spirit an. Beide geben hier alles. DNA hat auch gestern, soweit ich weiß, ein Online-Turnier gespielt oder vorgestern. Boah, er hat gut jetzt. Das war nice. Er hat ihn einfach gedauntet. Ja, Dani hat gestern ein Online-Turnier gespielt und das war. Da hat er auch, glaube ich, ganz gut performt. Oh, schon wieder! Das ist der Thai Classic. Meistens geht er in F-Smashes rein. Heutzutage geht er aber auch in SDs rein. Das passiert. Wird das hier der Freestock? Frage ich mich für DNA. Schön der F-Hit. Schön wieder auf die Stage gekommen. Backer von Thai. Thai mit den Edgeguard. Thai kriegt den Edgeguard nicht wirklich, aber die schöne Side B macht das doch noch gut. Oh, Tai ist auf Stage. FT. Tai muss recovern und das war schön. Kein Freestock. Kann Tai das auch noch zurückholen vielleicht? Man weiß es ja nicht. Schönes IP von DNA. Tai ist auf Stage. Recovert noch sehr hoch. Aber das war auch ganz gut. Aber DNA hat auch gebaitet. Das war nice. So, schöner F-Smash. Und das ist es. 1-2. Die 1 steht da. DNA mit der glücklichen Gesicht. Das wollen wir doch sehen. Sie gehen wieder aufs Smash. Nach der Niederlage. Das hier ist kein TO. Das ist nix. Hier ist alles regelkonform. So, er darf auch nicht Sonic Quick. Er muss auf Roy bleiben. Das sind hier neue Regeln, Standardregeln. Oh. Fast der SD, aber. Diesmal wäre es für DNA gewesen, aber er hat es geschafft, noch zu recovern. Bisher sieht es auch. Beide schwingen hier ihre Schwerter. Tai ist Combo connected. Nun will er zweimal. Forward Air. Oh, Tai hat den Edge Cut bekommen mit den Two-Frame Neutral B. Sehr nice. Jetzt ist Tai wieder in Fahrt. Das ist natürlich nach den zwei SDs. Wollte er hier jetzt auch mal zeigen, dass er natürlich auch einfach zeigen kann, dass er nicht SDen muss, ne? Ist krass. Aber DNA schlägt sich hier gerade ganz gut. Oh, hätte ihn auch fast abgefangen, aber Tai nutzt es wieder, um seine Combo zu kriegen. Schöner F-Smash. Tai geht für den Edgeguard, aber mit einer Neutral B natürlich, ne? Oder Ledge-Trap, würde ich. Ledge-Trap, glaube ich eher. Top 2 Berlin-Spieler. Spielt Smash schon 4 Jahre, aber weiß die Begriffe nicht. So. Oh. Das ist noch nicht der Kill. Schöne Backer. Ich glaube, Tai ist tot. 2-2. Oh. Tai mit der F-Tilt. Rein. DNA hier mit den schönen Kombos. Schöner Shield. DNA hat ihn offstage. Edgeguardet ihn. Trifft aber nicht mit der Edgeguard. Und da hat Tai den Kill. Mit der FT. Oh, schöne Up-Air-Neutral-Air-Kombo.
Into Forward App. Das waren schöne Prozente, die er gemacht hat. Ty will den Edge Guard. Kriegt hier nicht den Edge Guard. Schöner S-Flash. Ty ist offstage. Edge Guardet die wieder. Obwohl er oh, Double Roy? Double Roy. Ditto. Das ist der Edge. Oh. Wunderschön. Wunderschön von Lil Ty. Nice. GG's. Vier Stück sogar. Vier Stück. Haben Sie, wir müssen spielen. Ach, müssen wir. Ja. Nice. Aber ich werde kurz auf Klo gehen.